Meine Mutter will mich nicht. Es ist ihr egal, was mit mir und meinen vier Geschwistern passiert. Sie verteilt uns willkürlich die harten Pizzaränder, die ihr zu hart sind. Was anderes gibt es für uns nicht. Das Jugendamt greift ein. Ich muss zu meinem Vater. Ihm ist der Alkohol wichtig, nicht ich. Mit 13 schmeißt er mich das erste Mal von zu Hause raus. Mit 17 holt mich das Jugendamt von ihm weg und gibt mich in eine Pflegefamilie. Denen bin ich genauso egal. Die wollen nur das Geld und daraus machen sie kein Geheimnis. Es gab jeden Tag Nudeln. Mit 18 muss ich für mich selber sorgen. Ich bin verwahrlost, unterernährt, ängstlich und völlig überfordert. Es war Winter, Glatteis auf den Straßen. Ich fuhr absichtlich viel zu schnell, weil ich nicht ankommen wollte. Ich hatte noch eine letzte Hoffnung und habe gebetet zu Gott: Gott, wenn du was mit mir vorhast, dann sieh zu, dass ich da ankomme. Und ich bin heil angekommen. Das war der Wendepunkt. Seitdem wollte ich nicht mehr ohne Gott leben. Er hat mein Leben geordnet, mir eine Gemeinde geschenkt, eine Ausbildung ermöglicht. Heute bin ich verheiratet, habe ein Haus gekauft, habe eine Firma gegründet und bin glücklich. Denn ich lebe gerne und freue mich auf das Morgen. Heute weiß ich, dass ich von Gott und von den Menschen geliebt und gewollt bin.